Jo, Hallöchen. Hallöchen, Hallöchen. Da sind wir wieder bei die Kölvers. Es lässt mir ja keine Ruhe. Ne? Nicht umfallen. Das ist fertig. Das ist fertig. Ja, das hört sich gut an. Ups. Aber jetzt muss ich hier mal erst gucken. Kevin Lee. So, das ist Gustav. Franz. Also das hier hat man, den siamesischen Zwillingen, hier hat man mich aufgeklärt, das liegt an der Box. Da gibt es einen, ja, ist halt ein Fehler drin, der ist in der Beta 2 dann weg. Das ist gefixt. So, jetzt muss ich mal gucken. Stroh, ich brauche mal eben etwas Stroh. Den Stroh macht die Kälber froh. Habe ich gehört. Wo habe ich denn überhaupt und sowieso? Hier habe ich mal nichts. Ich hatte doch für den Teleskoplader auch ein paar Strohdings gebumsen. Wo ist denn der hin? Der ist weg, wa? Meine Güte. Leute, Leute, Leute. Ja, hilft ja nichts, bevor ich jetzt wieder stundenlang rumsuche. Ich habe ja so viel Kohle. Hauen wir doch einfach das raus hier. Was kostet die Welt? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Hier ist er mal wieder nicht. War klar. Zack. Jetzt verarschen sie mich wieder, ne? Habe ich die hier wieder? Das gibt's doch nicht. Habe ich die rausgelöscht? Kann ich so dämlich sein? Ja, ja, kann. Muss wohl. Egal. Egal, egal. Dann machen wir das erstmal damit. Das habe ich mit Sicherheit, ja. Habe ich in meinem Wahn garantiert rausgelöscht. Also aus dem Ordner geschmissen, den Mod. So. Dann nehmen wir mal sofort ein paar Strohballen hier raus. Dirigieren. Dankeschön. Weil ich hatte die doch hier auch für den Frontlader, die sind nämlich alle weg. Das erklärt einiges. Ja, es sind Fragen aufgekommen, wo dieses Heckgewicht her ist, was ich da hinten dran habe. Ein Teleskoplader, das ist einfach, ganz einfach zu finden bei Modhub. Da gibt es das. So, dann wollen wir mal schauen, dass wir hier Piep machen. Zack.
schön da drauf bleiben, Freunde. Und dann bin ich ja mal gespannt, ob das jetzt wirklich was hilft. Der Dr. Starlightman hat mir den Tipp gegeben. Das kann auch daran liegen, dass es am Stroh liegt, dass man da was nachträufeln muss. War das mit dem Medizinschrank, hätte ich jetzt bald gesagt. Mit dem Medizinkästchen darüber herlaufen, das habe ich ja schon zigmal versucht. Ja. Aber das hat ja noch nie so richtig funktioniert. Und wenn dem nicht ist, dann ist es vielleicht irgend so ein toller Mod, der da irgendwie reindonnert, ne? Aber dann findet man den richtigen da raus. Da ist schon mal nichts mit Stroh, ne? Ich glaube, da muss ich anders machen. Da gehen wir mal wieder hier hin, machen wieder den Batman hier an oder wie das Ding heißt. Nö. Jetzt sei mal nicht so gierig, du. Ist noch nichts raus. Ja, sag ich ja. Oh Mann, ey. Ja, das wird ja wieder heiter. Heiter und heiter. Oh oh. Was? Mir fehlt was. Weiß ich gerade. Ändert sich gar nichts hier, ne? Ach Leute. Ja, halt die Klappe und wachs. Alles hat Lage. Ja, ihr seid besonders Exemplar, ja. Tja, Mann, was mache ich denn da? Ja. Tut sich nichts. Das muss ich sagen, finde ich persönlich ja nicht ganz so schön. Wieso ist mir hier der eine Ballen verschwunden gegangen? Kann mir das mal einer erklären? Hallo. Mal eben den hintergucken, der durch die Wand durchgeschossen ist. Ja klar. Die Nummer ist auch nicht schlecht. Jojo, ich komme ja schon. Mik, mik. Mik, 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 mik. Zack. Okay. Ist das ärgerlich, ey.
100%, 80%. Du hast meine Medikamente gekriegt. Ne? Leute. Oder jedenfalls ärgert mich hier. Wenn ich nur wüsste, was das ist. Schädigung 3%. Stehst zu weit hinten, kann das sein? Nö. Hm. Wenn das ein Mod ist, ne? Das sehe ich ja momentan dann raus. Dann drehe ich am Rad. Da musst du erst mal rausfinden, welcher das ist. Da kriegst du die Pimpernellen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich mach ja auch nicht an denken. Da mag ich gar nicht an denken tun. Mach ich nicht. Oh, was machen wir? Wir machen mal das. Ja. Das dauert ein bisschen. Ja, so blöd, ne? Was ich ja nicht verstehe. Dass die Kälber da hinten da, ne? Dass sie da, ne? Ach, das geht ja wieder falsch rum. Ah. Pababapam, padabam. Oh Mann, jetzt gehen wir ganz schön dran. Mal gucken. Null Tiere, nee, wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich ein Tier. Komm ich da nicht richtig dran, ne? Ah, ich will hier raus. Ich will ja raus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mach alles kaputt. Ja. Nee. Falsche Seite. Das wird ein fürchterliches Ende mit mir nehmen. Ich sehe das schon kommen. Da runter machen, damit ich da sich leichter rein trete. Macht ja Aua. So. Wie jung. Versuchen wir das mal anders. Mal gucken, ob das funktioniert. Aber wahrscheinlich mal ein bisschen. Vermute ich mal. Weil die nicht spöttisch ist. Die Mücke hier. Ja, habe ich mir gedacht. Scheiße. Ja, da jetzt rausfinden, welcher Mod da. Oh Gott, Agathe.
wird ja wieder was werden. Also ja. Los, da, nimm es hin. Wachset und gedeiht, oder wie das heißt. Ah, der hat aber was gebraucht. Nur, was ist denn jetzt wieder? Ach Leute, ey. So. Nicht vor die Wand rennen, Junge. Das ist doof, das macht man nicht. Komm mal mit, mein kleines Kälbchen. Tut mir ja schrecklich leid, tut mich das, aber da die anderen nicht wachsen wollen und hier keinen Platz machen, tja, was bleibt uns da über, ne? Tiere aufladen, ja, geht ja nicht. Nee, nee, ist das ein Drama. Geht nicht. Ja, das ist ein bisschen doof, ne? Noch mehr wie doof. Tut mir leid, Edel, aber man mag uns hier nicht. Dann gucke ich mal, wenn ich dich da noch mal reinstelle, ob man dich dann nimmt. Ich glaub's ja nicht. Entschuldigung. Entschuldigense. Mann, oh Mann, oh Mann, das wird aber echt jetzt kompliziert. Das wird jetzt kompliziert. Oder? Nee. Ja oder nee oder was oder wie? Ja, Peng. Die Kuh macht Mu. Da geht gar nichts. Da geht auch nichts. Also wird das auch nicht funktionieren. Nein. Ja, dann ist natürlich Schiete. Na Gott.
Dann weiß ich auch noch nicht, was ich mache. Bin schon wieder so weit weg. So was Dummes. Das kann ja... Dann da ein Skript rein. Nichts Genaues weiß man nicht, ne? Ja. Ist das ein Elend, du? Hä? Effekte. Mann, Mann, was macht man da, was macht man da? Wieso steht da meine Farm? Ich habe da ganz was anderes hingestellt, hingeschrieben. Ja, was macht man? Ich weiß es wirklich nicht. Nochmal einen neuen Spielstand anfangen. Ich meine, auf kurz oder lang muss ich das sowieso machen, weil, ne, wenn die Beta 2 kommt. Jetzt schwierig. Was meint ihr denn? Was mich ja wundert ist, dass bei dem, ja, ich habe ja drei Kälber zeitgleich eingestellt hier in die Stallung. Eins ist groß geworden und die anderen beiden nicht. Schön Cheeto. Ihr könnt mir dann, ne, soll ich mal neu, komplett neu anfangen oder nicht? Schreibt mir das doch bitte in die Kommentare. Weil irgendwie ist das so blöd. Das gefällt mir nicht. Ganz und gar nicht. Also, würde mich freuen, wenn ihr da mal eure Meinung zu sagt. Weil ich müsste... Ich brauche ja gar nicht mit einem neuen Spielstand anfangen. Ist ja Quatsch. Ich werde die Mod-Kiste einfach löschen. Ich glaube, so mache ich das. Ich überlege mir da mal was. Also, das sehen wir aber erst in der nächsten Folge. Ich mache hier erst mal Schluss. Und ja, dann werden wir uns am... Wenn alles klappt, am Donnerstag, den 29. wiedersehen.
Ne? Ja, genau, Donnerstag, den 29. Da werdet ihr auch mitkriegen, wie ich mich entschieden habe. Also, bis dahin. Macht's gut, schönen Tag euch noch und tschüss.